Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich zeige euch heute, freue ich mich ganz besonders, auf der Xbox One Sunset Overdrive. Das ist der erste Endgegner. Ich fange gleich mal mit dem Game an. Ja, ich wollte es interessanter machen, dass ihr gleich was seht, was alles so möglich ist. Ich könnte natürlich auch am Anfang anfangen. Die Videos werden folgen. Und ja, Sunset Overdrive ist ein Jump and Run in Comic Style. Das ist der Typ kann man kann ihn erstens anpassen, wie man will, nach seinem Aussehen. ja, der Charakter, wer mich kennt, weiß, wenn man ihn sieht, dass er ausschaut, fast so ausschaut wie ich. Ja, aber so fast. Und ja, es ist ein, man kann grinden überall, man kann sliden auf Wasser und die Waffen sind alles hier, man kann sie modifizieren. Das sind zum Beispiel Waffen, die sind kombiniert. Zum Beispiel gibt es eine Bazooka, die ist zusammengebaut aus einem Feuerlöscher, Dynamit und Teddybären. Und da gibt es wirklich alles Mögliche. Es gibt, ich habe jetzt vorhin gerade eine Waffe aufgehoben oder gekriegt, das war, die schießt mit Silvesterraketen. Also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Hier der Spaßfaktor auf dieses Spiel ist bei mir ganz hoch. Also es macht wirklich eine Laune ohne Ende. Es ist auch Open World. Man kann überall hin und überall hoch und rumgrinden und man muss auch viel sammeln. Und ja, die ganze Menschheit hier sind fast alles so Zombies, wo ich noch darauf zurückgreifen werde, mit den folgenden Videos, warum das so ist. Ich werde dann nachher nochmal von vorne anfangen und ein paar Videos zeigen. Ja, der Spaßfaktor ist wirklich ganz hoch. Jetzt ist es wirklich bloß der erste Endgegner, aber der hat es schon in sich. Und es gibt wirklich alles Mögliche. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Hier, das Game ist vom Spaß hier ganz hoch. Immer wenn das kommt, bin ich gestorben. ja, der Kollege hier, der hat es wirklich in sich. Und ja, ich wollte euch nur das erste Video vorstellen, dass ihr einen kleinen Eindruck habt. Sunset Overdrive, ob es sich lohnt für euch oder nicht. Videos werden folgen. Ich würde mich freuen, wenn euch das Game gefällt. Und ja, schaut es euch an. Also es ist nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt. Also mir hat es tierisch gefallen. Das heißt tierisch gefallen, ich bin immer noch dabei. Und ja, ich wollte euch das Game bloß vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ja, haut rein. Ciao, euer Wookie.
And destroy.